Das passiert heute bei Familie Fröhlich. Ja, guten Morgen. Hinter mir steht der Jonas. Er ist nur leider total schüchtern. Jonas, nun komm doch bitte raus. Benehm dich doch jetzt mal. Nein, ich möchte nicht in die Kita. Ich möchte jetzt nach Hause. Können wir jetzt bitte gehen? Ich habe doch gesagt, ich möchte hier nicht her. Das ist mir alles irgendwie zu viel. Mann, Greta, du glaubst gar nicht, wo ich dieses Jahr im Urlaub war. Doch, ich weiß das doch. Du bist doch mit deiner Mama an die Westsee gefahren. Nee, eben nicht. Wir sind nicht in den Urlaub gefahren, weil wir nicht so viel Geld haben wegen dem abgebrannten Haus. Mein Papa meinte, das müssen wir jetzt sparen, weil wir nicht wissen, wie viel wir von der Versicherung wiederbekommen. Und da hat er nicht erlaubt, dass wir fahren dürfen. Aber ich war trotzdem im Urlaub. Ja, stell dir mal vor, meine Tante hat Hanna gefragt, ob sie nicht mitkommen will, weil noch ein Platz frei war. Ja, dann ist Hanna einfach wieder mit uns nach Italien gefahren. Diesmal hat sie aber bei Clara geschlafen. Ich werd verrückt, wirklich? Meine Güte, hast du ein Glück mit deinem Urlaub immer. Och, da wäre ich auch gern mitgefahren. Habt ihr viel erlebt? Schaut mal da vorne. Ich glaube, da ist ein neues Kita-Kind. Ach, die sieht aber nett aus. Zum Glück ist es ein Mädchen. Meint ihr, die will wirklich zu uns? Habt ihr gesehen? Sie hat eine pinke Hose an. Ich werd verrückt. So eine hätte ich auch gerne. Ach, Gott sei Dank, es ist ein Mädchen. Das wäre so schön, wenn wir endlich neue Kita-Kinder bekommen. Ach, guten Morgen. Ein neues Gesicht. Das ist aber schön. Herzlich willkommen in unserer Kita. Komm doch gerne rein. Du bist aber sehr lieb. Ja, ich komme sehr gerne rein. Das ist mein erster Tag hier. Und ich bin ein ganz kleines bisschen aufgeregt. Ich heiße übrigens Pauline. Wie heißt du denn? Na, dass man am ersten Tag aufgeregt ist, ist doch völlig normal. Und ich finde, das merkt man dir gar nicht an. Ich heiße Silke und das hier vorne ist unsere Praktikantin. Ja, die Marie. Wir hoffen, du fühlst dich hier ganz wohl und hast einen tollen Start in deinen ersten Kita-Tag hier. Aber ich habe ja gehört, du warst schon mal in der Kita. Von daher ist das ja nichts Neues für dich. Aber weißt du was? Ich zeig dir jetzt erstmal, wo du deine Sachen ablegen kannst und dann kannst du dich erstmal kurz hinsetzen, ankommen und danach suche ich ein Kind aus, was dir alles zeigt. Ich habe auch schon ein ganz nettes Mädchen im Auge. Alicia, bist du so lieb und zeigst der Pauline, das ist unser neues Kita-Kind, hier alles in der Kita und ja, wo sie alles findet, die Toiletten, wo die Zahnbürsten liegen, wo die Kuschelecke ist, wo sie malen kann und vielleicht auch draußen die Anlage. Ja, klar, das mache ich doch super gerne. Soll ich jetzt sofort mit ihr los? Ja, also Papi, ich glaube, du kannst jetzt gehen. Die sind hier alle sehr nett. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ach, Pauline, bist du dir ganz sicher? Ich meine, ich kann auch hier sitzen und warten. Da stört doch keinen. Ich bleib einfach hier auf der Bank sitzen. Und dann rufe ich meinen Chef an, dass ich erst morgen anfange. Ich will dich hier nicht alleine lassen. Fühlst du dich wirklich wohl? Ich meine, die sind ja ganz nett und so, aber... Vielleicht hast du ja doch nachher Heimweh. Nein, das ist nicht nötig, wirklich nicht. Du siehst doch, dass die ganz nett hier sind. Und ich bin mir sicher, ich finde schnell Freunde. Und ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt noch länger wartest, überlege es mir vielleicht anders. Also geh jetzt schnell. Wenn was ist, dann sage ich der Kindergärtnerin, dass sie dich anrufen soll. Und dann holst du mich einfach ab. Aber ich glaube, ich schaffe das schon. Die sind doch hier super nett. So, Pauline, guck mal. Schön, dass du es geschafft hast, dass dein Papa jetzt gehen darf. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man am ersten Tag ein bisschen Angst hat. Also, wenn irgendwas ist, komm gleich zu mir. Das hier vorne ist übrigens die Alicia. Sie ist seit über 2 Jahren hier in der Kita und sie kennt sich richtig gut aus. Und sie wird dir jetzt alles zeigen. Und wenn du Fragen hast, dann kommst du entweder zu mir oder zu Marie oder du kannst auch jederzeit Alicia fragen. Ja, genau. Ich kenne mich hier richtig gut aus. Komm, ich zeig dir alles. Oh, schaut mal, da kommt Alicia mit dem neuen Mädchen. Die sieht so nett aus und ich bin so neidisch auf ihre Hose. Ach Mensch, Greta, sei doch nicht immer so laut. Ja, vielleicht ist sie auch noch ein bisschen schüchtern und hat Angst. Also, Pauline, das hier sind meine liebsten Freunde in der Kita. Hier vorne, das ist Linus, das ist die Greta und hier vorne siehst du Hanna. Ja, Leute, und das hier ist Pauline. Das ist ein neues Kita-Kind und ich zeige gerade alles.
Ja, hallo Leute, ich bin Pauline und ja, ich gehe jetzt hier in die Kita und ich hoffe, wir werden alle gute Freunde. Wow, du hast so eine dufte Hose, die finde ich richtig cool. Ich bin übrigens die Greta, schön dich kennenzulernen und Gott sei Dank bist du ein Mädchen. Ja, Gott sei Dank ein Mädchen, da freue ich mich aber. Ich bin übrigens die Hannah. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, meine Mama sagt immer, ich sollte ein Junge werden. Ja, aber dann bin ich doch ein Mädchen geworden. Ihr seid so nett, vielen Dank, dass ihr mich so toll hier aufnehmt. Sag mal, ich kenne dich gar nicht. Bist du neu in der Stadt oder habe ich dich noch nie gesehen? Nein, ich bin neu in der Stadt. Mein Papa ist hierher gezogen und meine Mama auch natürlich und ich auch. Weil, ja, er hat hier einfach bessere Arbeit gefunden. Ich gehe auf keinen Fall da rein. Auf keinen Fall gehe ich da rein. Vergiss es, Mama. Ich gehe nicht in die Kita. Ich bleib zu Hause. Nein, du kommst jetzt mit. Bitte, Jonas. Ach, bitte, du hast es mir versprochen, dass du es zumindest ausprobierst. Komm doch jetzt bitte mit rein. Das wird schon nicht so schlimm werden. Nein, ich möchte aber nicht in die Kita. Die Kita gefällt mir nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist aber toll. Noch ein neues Gesicht heute. Hallo, ich bin die Marie. Schön, dich kennenzulernen. Ja, guten Morgen. Hinter mir steht der Jonas. Er ist nur leider total schüchtern. Jonas, nun komm doch bitte raus. Benehm dich doch jetzt mal. Nein, ich möchte nicht in die Kita. Ich möchte jetzt nach Hause. Können wir jetzt bitte gehen? Ich habe doch gesagt, ich möchte hier nicht her. Das ist mir alles irgendwie zu viel. Du brauchst gar keine Angst vor uns haben. Hier beißt dich keiner. Wir sind alle sehr, sehr nett. Und wir freuen uns auf ein neues Gesicht. Hab doch keine Angst. Nein, ich möchte aber nicht hierbleiben. Ich möchte nicht in die Kita gehen. Ich möchte viel lieber zu Hause sein. Das wäre aber doch sehr schade. Dann würdest du doch so viele tolle Sachen hier verpassen. Komm doch kurz rein und guck dich wenigstens um. Oh Mann, ey, was ist das denn für ein Baby? Der will ja nicht mal reinkommen. So was Kindisches. Guten Morgen. Oh, wie schön, Sie haben es pünktlich geschafft. Das freut mich. Ja, da haben wir ja noch ein neues Gesicht. Hallo, junger Mann. Ich bin die Silke und ich freue mich sehr, dass du heute in die Kita kommst. Stellt euch mal vor, da ist ein neuer Junge gekommen und der will einfach nicht reinkommen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Kommt schnell mit. Ha, dann ist es ja wieder gerecht. Ein Junge und ein Mädchen. Das ist ja super. Ach, das schaue ich mir gleich mal an. Kommt ihr mit? Ich möchte gerne sehen, ob das ein netter Junge ist. Was hat er denn? Warum will er nicht reinkommen? Wir sind doch voll nett und so. Kann ich gar nicht verstehen. Warum macht man denn da so ein Theater am ersten Tag? Einfach reinkommen und spielen. Wir sind doch alle so nett. Frag mich doch nicht, Greta. Woher soll ich das denn wissen? Irgendwie ist der komisch. Ich glaube, den mag ich nicht. Wenn er jetzt schon so ein Theater macht. Also ich war nicht am ersten Tag. Ach, du hast es mir doch versprochen, bitte. Probier es doch wenigstens aus. Nur 2 Stunden, dann hole ich dich auf jeden Fall wieder ab. Ich verspreche es dir. Auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht in die Kita gehen. Ich möchte viel lieber zu Hause bleiben. Und ja, ich möchte hier nicht herkommen. Ich möchte jetzt wieder hier weg. Ich bin ja hier nicht zufrieden, weiß ich nicht. Das ist mir alles heute zu viel. Ich möchte jetzt gerne nach Hause. Aber das geht doch nicht. Ich habe doch ein Vorstellungsgespräch. Und du hast mir versprochen, dass du es für 2 Stunden ausprobierst. Nur für 2 Stunden, Jonas. Bitte. Wissen Sie, mein Sohn ist sehr, sehr schüchtern bei fremden Leuten. Das ist genau immer so. Also irgendwann taut er auf, aber jetzt möchte er einfach immer nur nach Hause. Das kenne ich schon von ihm. Und ich müsste jetzt auch wirklich los. Ich habe nämlich ein sehr, sehr dringendes Vorstellungsgespräch. Sonst können wir deine Klavierstunden nicht bezahlen. Das ist doch gar kein Problem. Und auch völlig normal, dass man am ersten Tag aufgeregt ist. Weißt du was, Jonas? Ich zeig dir jetzt erstmal, wo du deine Sachen ablegen kannst. Und dann setzt du dich einfach irgendwo hin und guckst erstmal. Nein, ich möchte nicht hierbleiben. Ich möchte jetzt nach Hause. Hier sind viel zu viele Kinder. Die kenne ich doch alle gar nicht. Ach, und wie die anderen Kinder schon wieder alle gucken. Ich bleibe auf keinen Fall hier. Ich gehe jetzt nach Hause, sonst gehe ich alleine nach Hause. Das geht doch nicht, Jonas. Und du hast es mir versprochen, dass du es 2 Stunden hier aushältst. Dann setz dich doch hier vorne hin und beobachte erstmal. Guck mal, die anderen Kinder sind alle so nett. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich muss jetzt wirklich los. Ich komme dann zu spät und ich kann mich nicht mitnehmen zu diesem Vorstellungsgespräch. Und schau doch mal, die Erzieherin ist auch so nett und bemüht sich die ganze Zeit um dich. Am besten setzt du dich jetzt hier vorne hin, legst deine Sachen ab und dann wirst du schon sehen. Dann wird alles gut. Ich komme dich gleich wieder abholen, versprochen, Jonas. Aber wir brauchen das Geld. Oh Mann, ey, guck dir den mal an. Das ist ja ein richtiger Loser. Hat voll den Schiss hier, obwohl wir so nett sind. Also mit dem werde ich niemals spielen, das sage ich euch jetzt schon. So ein Baby. Och, ja, am besten setze ich mich hier vorne einfach auf die Bank. Und dann warte ich auf Mami. Und morgen komme ich hier auf keinen Fall her. Wenn du willst, dann führe ich dich ein bisschen hier durch die Gegend und zeig dir ein bisschen die Kita. Das wäre doch bestimmt toll.
Nein, das brauchst du nicht. Ich warte jetzt hier auf meine Mama. Trotzdem, danke, aber ich bleib hier. Also hier auf der Bank. Dann kann ich nämlich gleich sehen, wenn meine Mama kommt. Ach Mann, ey. Wann kommt denn Mama endlich? Das sind doch bestimmt schon länger als 2 Stunden, wo ich hier sitze. Was machen wir denn jetzt, Silke? Wir können den armen Jungen doch da nicht so sitzen lassen. Ach doch, der wird schon noch warm werden, glaub mir. Also, wenn ihr mich so fragt, ich finde den neuen Jungen richtig blöd. Das ist ja voll das Baby. Ich habe den neuen Jungen gar nicht so richtig gesehen. Der hat sich die ganze Zeit ja versteckt. Also, Greta, wie kannst du das denn sagen? Du kennst ihn doch noch gar nicht. Das finde ich nicht nett von dir. Wie kannst du denn zu einem fremden Kind sagen, dass du ihn doof findest, obwohl du noch gar nicht mit ihm gesprochen hast? Sowas hätte ich nicht von dir gedacht, dass du so denkst. Ja, hallo Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zuallererst, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Das könnt ihr hier vorne kostenlos machen. Ja, ansonsten, wie findet ihr denn unsere neuen Kita-Kinder? Ja, ich finde die ja beiden ganz nett. Also ich denke mal, dass der Junge auch noch ganz nett ist. Ich hoffe, er taut noch auf. Was denkt ihr, wird er noch auftauen? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!